Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlühschreiber. Bei der Birne gibt es einige Schaderreger, die sehr häufig anzutreffen sind. Das ist vor allem der Birnengitterrost, der Birnenblattsauger und die Birnenblattpockenmilbe. Was man dagegen tun kann, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Eine der am häufigsten auftretenden Krankheiten bei Birnen, das ist der Birnengitterrost. Und dieser ist ganz leicht zu erkennen, denn er hat sehr markante Symptome. Auf der Blattoberseite bilden sich bei befallenen Bäumen orange-rote Flecken aus. Diese können ab dem Frühjahr auftreten. Über den Sommer hinweg werden sie immer mehr, immer größer. Und im Spätsommer oder im Herbst können sich auf der Blattunterseite auch ganze Pusteln bilden. Große Ausstülpungen auf den Blättern, das sind Sporenlager, denn der Birnengitterrost, das ist eine Pilzkrankheit. Und dieser Pilz, der hat die Birne eigentlich nur als Zwischenwirt. Um sich vollständig entwickeln zu können, braucht er nämlich andere Wirtspflanzen auch noch. Und der Hauptwirt des Birnengitterrosts, das ist der Wacholder. Allerdings sind nicht alle Wacholderarten gleich anfällig oder gleich robust resistent gegen diese Pilzkrankheit. Vor allem der chinesische Wacholder beispielsweise zählt zu den sehr sensiblen Wacholderarten. Unser einheimischer Wacholder, der zählt zu den eher robusten. Und hier sind wir auch schon bei der wichtigsten Bekämpfungsmaßnahme gegen den Birnengitterrost. Man sollte ganz einfach diese sensiblen Wacholder-Typen vermeiden. Oder wenn man im eigenen Garten Wacholder und Birnbäume stehen hat und man hat so einen sensiblen Wacholder-Typ, diesen eher entfernen. In Kleingartenanlagen beispielsweise, da würde ich ganz einfach davon abraten, diese sensiblen, vor allem diese Zierwacholder-Typen auszupflanzen. In Obstanlagen hat man mit dem Birnengitterrost im Erwerbsobstanbau eher seltener ein Problem. Warum? Weil man im Regelfall nicht Wacholder in den gleichen Anlagen gepflanzt hat und wenn diese zum Beispiel nicht neben Siedlungen gelegen sind, dann fehlt einfach der Hauptwirt. Und dann hat man auch automatisch bei den Birnbäumen kein Problem damit. Wenn man einen Befall an seinen Birnbäumen feststellt, dann gibt es zum Glück eine Reihe von Maßnahmen, die auch einen Befall in den nächsten Jahren dann verhindern können. Anders ist es bei einigen Wacholdertypen, denn wenn diese einmal befallen sind, dann gibt es leider keine heilenden Maßnahmen. Da hilft dann nur mehr die Rodung dieser Pflanzen. Ein starker Befall des Birnengitterrosts an den Birnbäumen, der kann so weit führen, dass man natürlich erst einmal geringere Erträge hat, deutlich schlechtere Fruchtqualitäten, weil die befallenen Blätter viel weniger assimilieren können, eine viel geringere Photosyntheseleistung haben. Ein sehr starker Befall kann sogar so weit gehen, dass dann die Triebe davon betroffen sind und sehr selten sieht man auch direkte Schäden auf den Früchten. Die sehr auffälligen Symptome der Blattflecken auf der Oberseite, diese orange-roten Flecken, die werden oftmals im ersten Moment etwas schlimmer eingeschätzt, als sie tatsächlich sind. Wenn man nur auf einigen Blättern des Baumes diese Flecken sehen kann, dann ist es in diesem Jahr mal kein großes Problem. Aber ich würde dann empfehlen, in den kommenden Jahren etwas dagegen zu tun, damit es nicht jedes Jahr mehr wird. Eine vorbeugende Maßnahme, die man im Hausgarten treffen kann, wäre zum Beispiel schon ab dem Austrieb im Frühjahr im 10- bis 14-tägigen Intervall mit Ackerschachtelhalm als Pflanzenstärkungsmittel zu arbeiten. Natürlich sollte man vorher immer nach Möglichkeit befallene Wacholderpflanzen in der Umgebung entfernen, denn wenn das nicht getan wird, sind alle anderen Bekämpfungsmaßnahmen eher schwierig. Im konventionellen Anbau, da gibt es keine Mittel, die direkt gegen den Birnengitterrost zugelassen sind. Allerdings haben viele Präparate, die zum Beispiel eine gute Schorf- oder Mehltauwirkung haben, auch eine Nebenwirkung gegen den Birnengitterrost. Wenn man also Schorf- und Mehltau gut im Griff hat, dann ist Birnengitterrost im Erwerbsobstanbau kein großes Thema, vor allem wenn keine Wirtspflanzen in der Umgebung sind. Im Hausgarten, da könnte man zum Beispiel auch das Duaxo Universal Pilzfrei ausbringen. Das ist von der Firma Compo und ist im Garten zugelassen. Zu meist deutlich größeren Problemen als der Birnengitterrost kann der Birnblattsauger führen. Der Birnblattsauger, der tritt nämlich in mehreren Generationen in einem Jahr auf, kann
für Honig bzw. Rußtau sowohl auf den Blättern als auch Früchten führen. Mindert auch die Assimilationsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit der Blätter stark, kann zu stark deformierten Früchten führen und auch zu Schäden im Holz. Der Birnblattsauger überwintert als erwachsenes, adultes Tier entweder in den Rindenschuppen direkt am Baum oder auch in den oberen Erdschichten im Boden. Ab Februar, März bis in den April hinein legt dann die erste Generation ihre Eier auf den Bäumen ab. Man kann also jetzt schon seine Bäume kontrollieren, ob man kleine orange Punkte, die Eier auf den Blättern sehen kann. Sobald die jungen Tiere dann geschlüpft sind, scheiden sie laufend Honigtau aus bei ihrer Saugtätigkeit. Sie saugen an den Blättern, wie der Name des Tiers schon sagt. Und dieser Honigtau, den sie ausscheiden, der ist wieder ein hervorragendes Nährmedium für diverse Rußpilze. Und diese Rußpilze, die kann man dann ganz markant sehen, weil sich einerseits Blätter dunkel verfärben, sich ein dunkler schwarzer Ruß auf die Blätter legen kann. Das gleiche kann bei den Früchten passieren und auch am Holz. Die wichtigste Maßnahme als Bekämpfung des Birnblattsaugers, das ist die Förderung von Nützlingen. Und hier gibt es eine ganze Reihe, die natürliche Gegenspieler zum Birnblattsauger sind. Allem voran Blumenwanzen, Florfliegen, Marienkäfer oder auch der Ohrwurm. Je mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die auch gegen diese Nützlinge wirken, desto stärker werden die Probleme mit dem Birnblattsauger. Allen voran dem Ohrwurm, den können wir aber sehr leicht regelrecht Häuser bauen und sie hier bei den Birnen fördern. Und vielleicht bei anderen Obstarten, wo wir sie eher nicht so gerne sehen, wie zum Beispiel auf weichen Steinobstfrüchten, wo die Ohrwürmer auch die Frucht anfressen und schädigen, hier umsiedeln zu den Birnbäumen. Das geht ganz einfach mit zum Beispiel Blumentöpfen, die man einfach mit Holzwolle ein bisschen auskleidet oder mit Stroh innen auskleidet und dann in die Bäume hängt, oder mit Bambuspackungen. Das habt ihr vielleicht auch schon in einem unserer Videos gesehen. Wir zerschneiden Bambusstäbe, formen daraus so kleine Packungen mit drei Stäben zusammen. Wir nennen das dann immer ganz liebevoll in unserem Betrieb, das sind unsere Dynamitbäckchen, die wir in die Bäume hineinhängen. In diese verkriecht sich der Ohrwurm untertags, denn der Ohrwurm ist absolut lichtscheu. Er meidet das Licht wie der Teufel das Weihwasser. Und wenn wir zum Beispiel von unseren Marillenbäumen im Sommer mit diesen Bambuspäckchen oder mit Blumentöpfen die Ohrwürmer hier zu den Birnbäumen umsiedeln, dann haben wir bei den Marillen oder bei Pfirsichen einen Schädling genommen, hier zu den Birnen gebracht, wo er ein Nützling ist, weil er uns den Birnblattsauger, aber auch andere Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse frisst, und das ganz ohne Pflanzenschutzmittel. Leider wird der Ohrwurm erst Ende Mai, Anfang Juni in etwa aktiv. Vorher kann man ihn nicht umsiedeln. Wenn man einen hohen Befallsdruck mit dem Birnblattsauger hat, dann sollte man auf jeden Fall frühzeitig schon etwas gegen den Birnblattsauger tun und nicht erst auf die Nützlinge wie zum Beispiel den Ohrwurm, die im Juni dann später kommen, warten. Eine Möglichkeit, die man hier ergreifen kann, ist zum Beispiel das Behandeln mit Kaolin. Kaolin, das ist eine Tonerde, die man vor oder kurz nach der Blüte ausbringen kann. Diese verhindert nämlich die Eierablage des Birnblattsaugers. Achtung, wenn man das Kaolin zu spät behandelt, schon auf die Früchte, dann kann es vor allem bei rotschaligen Sorten zu einer deutlich schlechteren Ausfärbung und schlechterer Fruchtqualität und einfach einem untypischen Erscheinungsbild kommen. Eine weitere Möglichkeit, wie man schon frühzeitig im Jahr auf den Birnblattsauger reagieren kann, das ist mit einer klassischen Austriebsspritzung mit Öl. Sowohl Paraffinöl als auch Rapsöl wäre möglich, und diese bekämpfen direkt die abgelegten Eier. Es gibt auch eine Reihe von zugelassenen synthetischen Insektiziden, die eine sehr gute Wirkung gegen den Birnblattsauger haben, wie zum Beispiel Mospilan oder Zymbigon. Diese Mittel haben aber eine sehr breite Wirkung und wirken nicht nur gegen den Birnblattsauger, sondern auch gegen eine ganze Reihe von Nützlingen. Deswegen würde ich diese nur sehr sparsam und nur im Notfall einsetzen, denn diese können in weiterer Folge einen späteren, noch stärkeren Birnblattsaugerbefall auslösen. Weil ganz einfach nach so einer Behandlung zwar eine Generation des
Birnblattsauger stark geschädigt ist, aber auch die Nützlinge im Anschluss als natürlicher Gegenspieler fehlen. Andere Insektizide, die zugelassen sind, wie zum Beispiel Envidor oder Movento, die haben schon eine deutlich spezifischere Wirkung gegen den Birnblattsauger und würde ich den Mitteln wie Mospilan oder Zymbigon vorziehen. Eine Möglichkeit, den Birnblattsauger biologisch zu bekämpfen, das sind zum Beispiel Mittel auf Kaliumhydrogencarbonat, Backpulverbasis, wie zum Beispiel Kumar, Vitisan oder Amicarb. Diese bringt man bei mindestens 20 Grad Celsius aus, also nicht zu frühzeitig im Jahr. Und diese Mittel lösen den Honigtau der frisch geschlüpften Birnblattsauger auf und nehmen ihnen dadurch ihren eigenen natürlichen Schutz. Eine sehr ähnliche Wirkung hätte auch Kaliseife oder einige Netzmittel auf Silikonbasis, wie zum Beispiel Breakthrough, Kantor oder Silvet. Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich auch noch, dass der Birnblattsauger ein Überträger einer Quarantänekrankheit, nämlich des Birnenverfalls ist. Der Birnenverfall, das ist eine Phytoplasmose, ein zellwandloses Bakterium, das als Überträger, als Vektor den Birnblattsauger benötigt. Wenn der Birnblattsauger auf mit Birnenverfall befallenen Blättern saugt, nimmt er diesen Schaderreger in sich auf und überträgt diesen beim nächsten Saugen an den nächsten Blättern oder an den nächsten Bäumen. Ein weiterer Schaderreger, der meist ein weit weniger großes Problem ist, aber trotzdem erwähnt werden sollte, das ist die Birnblattpockenmilbe. Die Birnblattpockenmilbe, die überwintert in den Knospen der Birnenbäume. Im Frühjahr wird sie dann aktiv und das ist auch einer der möglichen Bekämpfungszeitpunkte, nämlich kann man im Frühjahr schon vor oder nach der Blüte, kurz nach der Blüte mit Nettschwefel in etwa 2%ig behandeln und hier eine gute Wirkung gegen die Birnblattpockenmilbe erzielen. Wenn man das verpasst und einen Befall hat, dann äußert sich dieser durch Ausstülpungen, Auswölbungen, wirkliche Pocken, sowohl auf der Blattunterseite als auch auf der Blattoberseite der Bäume. Diese sind zuerst rötlich verfärbt, anschließend werden sie später braun bis schwarz, wenn das Gewebe an diesen Stellen abstirbt. Ein weiterer guter Behandlungszeitpunkt mit Nettschwefel, das ist im Herbst. Ein Vorteil bei der Behandlung im Herbst von September bis Anfang Oktober ist der, dass Raubmilben, die Nützlinge sind, ein aktiver Gegenspieler gegen die Pockenmilben, schon nicht mehr aktiv sind, sie schon zurückgezogen haben und überwintern und diese nicht mehr geschädigt werden. Raubmilben werden auch im Frühjahr etwas später aktiv, als es die Birnblattpockenmilbe tut. Deswegen ein sehr frühzeitiger oder ein sehr später Behandlungstermin ist hier von Vorteil. Wenn euch diese Tipps geholfen haben, dann zeigt uns das, gebt uns ein Like auf dieses Video und abonniert unseren Kanal. Schreibt uns in die Kommentare, welche Themen ihr euch für die nächsten Videos wünscht. Ich wünsche euch schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Pulsdorf. Ciao und bis zum nächsten Mal.